Wenn ich eine Saite dieser Gitarre betätige, so erzeuge ich eine Schwingung und wir hören einen Ton. Wenn ich die Saite der Gitarre etwas verkürze, indem ich hier drücke, so lasse ich diese Saite noch einmal schwingen und wir hören einen anderen Ton. Das kann man auch sehr schön hiermit feststellen. Ich habe hier einen dünnen Holzstab. Ich lege den auf diesen Tisch und lasse ihn schwingen. Wir hören dann den Ton, der erzeugt wird. Nochmal. Wenn ich den Stab etwas länger lasse und erzeuge nochmal eine Schwingung, Vorsicht, so hören wir einen anderen Ton. Wenn man den Stab verkürzt, lässt ihn nochmal schwingen, so hören wir noch einen anderen Ton. Auch durch solch eine Glocke kann man einen Ton erzeugen. Nochmal. Jetzt stoppe ich die Schwingung beim dritten Versuch. Und sofort hören wir keinen Ton mehr. Auch hier ist das der Fall. Oder auch hier bei dieser Stimmgabel. Ich erzeuge nochmal einen Ton und dann unterbreche ich die Schwingung. Sofort ist der Ton verschwunden. Die Schwingungen dieser Stimmgabel kann man sehr schön so sichtbar machen. Die Tatsache, dass die Länge von diesem Stab den Ton beeinflusst, der durch eine Schwingung entsteht, wird zum Beispiel eingesetzt in solchen kleinen Spieluhren. Wir können in dieser Spieluhr winzige kleine Metallplättchen erkennen, die verschiedene Längen haben, und diese Metallplättchen werden durch diese kleinen Noppen auf dieser Walze in Bewegung gebracht, so dass sie schwingen und dabei Töne erzeugen. Ton entsteht also durch Schwingungen.